Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch zwei Autos vorstellen, beziehungsweise möchte sie eigentlich miteinander vergleichen. Und zwar habe ich einmal für euch den Dodge Grand Caravan SXT und den Dodge Grand Caravan GT. Und die beiden zeige ich euch jetzt mal von nahem und zeige sie euch mal im direkten Vergleich. Was kann der eine, was kann der andere nicht, was hat der andere, was hat der eine nicht. Deswegen dranbleiben, mitkommen, das zeige ich euch jetzt. Vom Ausstattungsniveau bzw. vom Ausstattungslevel ist der Grand Caravan GT die etwas höhere Variante als der SXT. Der GT zeichnet sich aus, weil er zum Beispiel den Grill hier vorne in Wagenfarbe lackiert hat. Der SXT hat das hier vorne nicht lackiert, sondern hat das hier unten in Chrom. Außerdem von außen gesehen hat der GT, ich zeige sie euch einmal, die Scheinwerfer sind so etwas dunkel getönt. Das ist so ganz leicht in diesem, ja, ich nenne das mal Smoked Design. Ganz minimal. Ansonsten von außen, der GT hat immer andere Felgen drauf. Die sind zwar vom Speichendesign ähnlich, aber in der Regel dunkel. Ansonsten von außen relativ ähnlich. Beide Rückfahrkamera, beide elektrische Türen und elektrische Heckklappe. Piepser haben sie beide nicht, weder vorne noch hinten. Das ist bei den Amerikanern meistens aber so, weil die Amis einfach so riesige Parklücken haben, dass die einfach keine Piepser brauchen. Maximal eine Kamera und einfach reinbraten in die Parklücke. Ansonsten gibt es noch die Dachreling. Wir haben jetzt hier bei dem GT keine Dachreling oben drauf. Beim SXT, den ich euch jetzt zeige, ist sie drauf. Das ist aber nicht modellspezifisch, sondern das ist einfach je nach Ausstattung, die gewählt wurde. Der Innenraum ist vom Aufbau auch identisch bei beiden Autos. Es sind hier im Endeffekt auch die gleichen Autos, nur in unterschiedlicher Ausstattungsvariante. Wir stehen jetzt hier vorm SXT. Der SXT ist die niedrigere Ausstattungsvariante. Da können wir erkennen, dass der Innenraum bzw. der untere Teil des Armaturenbrettes ist hell gehalten in so einem, ja, ganz hellen Creme-Beige-Ton. Die Sitze hier sind in so einer Leder-Alcantara-Kombination. Und der Tacho ist etwas magerer ausgestattet. Wir sehen das hier. Das müsst ihr euch merken, weil hier ist nämlich nichts drin. Und das Armaturenbrett sieht auch anders aus. Das zeige ich euch gleich im Vergleich, wenn ich im GT sitze, weil der GT hat da etwas mehr Ausstattung. Damit ihr aber die Unterschiede seht, zeige ich euch das. Der GT, wie gesagt, hat keine Leder-Alcantara-Sitze. Ich persönlich muss gestehen, ich finde Leder-Alcantara in Kombination schöner als Vollleder. Ist aber Geschmackssache. Deswegen haben wir aber hier im GT die reinen Vollledersitze. Da haben wir kein Alcantara hier auf der Sitzfläche, sondern das Vollleder. Die untere Hälfte des Armaturenbrettes ist hier in schwarz gehalten. Der GT ist vom Grundsatz in Summe etwas dunkler gehalten einfach. Wir haben das jetzt gerade gesehen, die Scheinwerfer, die Felgen, der Innenraum, das ist alles mehr so ein bisschen schwarz und dunkel angehaucht. Etwas böser vielleicht als der SXT. Der restliche Innenraum, ich setze mich mal rein. Und zwar, das ist das, was ich gerade meinte. Das ist nämlich dieses Display. Das hat der SXT nicht. Das ist der Unterschied.
In diesem Display kann ich mir zum Beispiel die digitale aktuelle Geschwindigkeit anzeigen. Also wenn ich gerade 53 km/h fahre, kann ich das da digital sehen und muss mich nicht zwangsläufig nur an dieser Doppelskala hier orientieren. Da haben wir nämlich außen die Meilen und innen in klein die km/h in rot. Da muss man auf jeden Fall drauf achten. Und der GT hat hier den Unterschied, wir haben hier einmal den Knopf für die Lenkradheizung. Wir haben hier Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer und alles andere immer noch in dunkel und in schwarz. Aber die Ansicht ist da auch die gleiche. Das heißt, ihr seht, die Autos sind vom Grundsatz ziemlich gleich, was die harten Fakten angeht. Auch Motor ist gleich, Getriebe ist gleich, von den technischen Daten ist das alles gleich. Es ist wirklich nur die Ausstattungsvariante. Und da muss man halt für sich entscheiden, was einem lieber gefällt. Ich persönlich bin immer ein Fan von Sitzheizung. Ich habe die von Oktober bis April als Dauerbrenner immer an. Deswegen für mich wäre immer nur der GT die Variante, weil der halt die Sitzheizung und Lenkradheizung mit drin hat. Aber wie gesagt, muss jeder für sich entscheiden. Ich wollte euch einfach in diesem Video nur mal einen Überblick geben, worin unterscheiden sich denn jetzt diese beiden Autos, weil das sind immer die Modelle, die wir auch da haben, die ihr euch auch bei uns anschauen könnt. Und damit ihr einen Vergleich habt, habe ich sie euch einfach kurz vorgestellt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund, danke. Und wenn ihr möchtet, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Da freue ich mich sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.